Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Showdown. In diesem Part spielen wir wieder im Oberjufti und das natürlich mit einem neuen Team, nämlich ein Team gebaut um das Pokémon Pixie, denn ich wollte mal wieder Pixie ausprobieren. Meiner Meinung nach war Pixie das beste Pokémon in der 6. Generation im Oyometer, so empfand ich das und deshalb will ich Pixie einmal probieren, wie es sich in der 7. Generation so schlägt. Und wir spielen natürlich das altbekannte Gedankengut-Set mit Mondgewalt und Flammenwurf. Flammenwurf spielen wir für Tentantel oder Xerox zum Beispiel. Oder für Celesteela zum Beispiel auch. Und natürlich voll physisch defensiv, denn mit Coleman können wir uns auf der speziellen Seite boosten. Mehr braucht man zu diesem Set nicht sagen, es ist altbekannt und es hat sich in der 6. Generation gut bewährt. Sehen wir mal, wie es sich in diesem Part in der 7. Generation schlägt. So, dazu spielen wir noch ein physisch-defensives Landrusty. Ich wollte ein Pokémon Titanstern legen kann und auch noch die Gift-Steps resisten kann, die sehr tief Pixie treffen, also es ist auch eine weitere gute Wahl und Landrusty handelt eigentlich die meisten physisch-defensiven Pokémon. Und wir bekommen mit Yuten auch nochmal die Switch Advantage. Und wir spielen hier Beulenhelm über den Überresten, denn Beulenhelm hat sich bewährt, finde ich jetzt besser als Überreste. Normal würde ich Überreste über Beulenhelm spielen, aber mir hat Beulenhelm Landrusty, mir hat es angetan. Also ich mag es. So, kommen wir zum nächsten Pokémon. Ich wollte ein Pokémon, was Pokémon, die speziell angreifen, wie zum Beispiel Ash Greninja, Keldeo, tanken. Und da habe ich mich für ein Offensiv-Westen-Magianer-Set entschieden. Mit Flurkenen, Iron Head für Gedankengut-Pixie zum Beispiel, HBIer für die Feuer-Pokémon, für die Stahl-Pokémons und Volt Switch für die Switch Advantage. Ich habe mich hier für Tentantel entschieden, einfach weil es Volt wechseln kann und ja, das brauchen wir, denn wir spielen hier Mega Meditalis mit Fake God, Turmkick, Ice Punch und Zen Kopfstoß. Natürlich voll offensiv. Mega Meditalis ist jetzt nicht das schnellste Pokémon und deshalb sollte man es bei Pokémon safe reinholen und da haben wir Landrusty, Magiana, Kapuriki und Greninja, die Switch Advantage holen können und so langsamere Pokémon können wir somit besiegen. Das ist auch ein altbekanntes Mega Meditalis Set. Kommen wir zum nächsten Pokémon, nämlich Barshark Greninja. Wir haben in den letzten beiden Parts Barshark Greninja ausprobiert, also physisch offensive Barshark Greninja und mir hat es auch angetan. Also ich mag es und deshalb probieren wir es in diesem Team auch wieder mit der Kehrtwende, Eisstrahl, Gangschutz und Rockslide. Rockslide wie gesagt für die Feuer-, Flug-Pokémon oder Käf-Pokémon wie Volcarona oder Glurak. Eisstrahl für die Boden-Drachen-Pokémon, Gangschutz für die Feen-Pokémon und U-Turn für die Switch-Advantage. Natürlich mit der Fähigkeit Wandlungskunst. Kommen wir zum nächsten Pokémon, nämlich Kapuriki. Wir spielen hier Electrium Sea Kapuriki, dass wir ein Set Donnerblitz raushauen können, der sich gewaschen hat. Der macht doch guten Schaden. Dazu kann es HP1 für die Boden-Pokémon, die wir mit Donnerblitz nicht sehr effektiv treffen oder neutral treffen können. Und dann haben wir noch Kehrtwende für die Switch Advantage, spielen wir hier über Volt Wechsel, wie gesagt für die Boden-Pokémon. Und wir spielen hier das Pokémon auch noch mit Auflockern, denn wir brauchen noch ein Pokémon mit Auflockern. Normalerweise könnte man hier auch Latios spielen zum Beispiel, aber ich wollte ein Pokémon, was auch noch U-Turn kann und da habe ich mich einfach für Kapuriki entschieden. Und ich wollte mal Kapuriki mit Auflockern probieren. Das war auch ein weiterer Grund. So Leute, das war's zur Team Review. Ich finde, wir sollten einen Gegner suchen. So Leute, wir haben einen Gegner gefunden und er hat den Kapuriki, Landrusty, Xerox, Kyurem Black. Dann hat er noch ein Victini und ein Quajutsu. Wir werden mit Mega Meditalis leaden und er fängt mit Xerox an. Okay, wir werden uns megen und drücken Fake Out, denn das wird diesem Pokémon wenigstens etwas Schaden zuzufügen, Residual Damage und
Das ist immer sehr gut. Wir gehen jetzt auf High Jump Kick und können ihm 61% abziehen. Nice. So, wir gehen jetzt auf Ice Punch oder auch nicht. Ich predictete, dass er Lando siegt. Dann gehen wir nochmal auf High Jump Kick und gritten dieses Mal und können somit Mega Sherrods besiegen. Ein sehr guter Start an dieser Seite. Das ist wirklich sehr gut. Victini, dieses Victini ist wahrscheinlich gewahlbandet. Kann ich mir gut vorstellen. So, welches Pokémon auf unserer Seite brauchen wir wenigstens? Oder kann Lanrus T. Ja, wir gehen jetzt in Lanrus. Oder wartet. Also, er hat 328 mal 0,67 sind. Also gut, wir werden jetzt in unser Lanrus T gehen. Eine Attacke tanken und dann sind wir schneller. Ja, wie great tanken wir? Okay. Sind jetzt schneller. Und legen die Tarnschnelle raus, weil er keinen Defogger mehr hat. Aber er besiegt uns leider jetzt. Was sehr schade ist, aber nun gut. Ich will jetzt kalten, ob eine U-Turn von Greninja ausreicht. Eine Kehrwende natürlich. Ob es das Quaju, ob es das Victini mit einer Kehrtwende besiegen kann. Victini, Choice Band, U-Turn. Es ist auf sogar auf minus 2 Defensive und U-Turn würde es nicht killen. Gut, dann gehen wir in Kaporikions, drücken. So, was tun wir jetzt? Mal überlegen. Wir könnten es mit sehr vielen verschiedenen Pokémon besiegen. Wir könnten mit Medichamp reingehen oder mit Kaporiki, dann hoffen, dass er auf Lanrus T wechselt und dann auf, könnten wir auf HP Ice klicken. Oder wir gehen einfach auf Frogslide könnten wir auch gehen. Wir könnten im Medichamp gehen und High Jump Kick klicken. Reicht High Jump Kick aus? Dann klicken wir High Jump Kick. Medichamp. Oh, you all out attacker. High Jump Kick würde ausreichen. Dann gehen wir jetzt in Meditalis und drücken High Jump Kick und können somit das. Oder reicht Zen Headbutt auch schon aus? Nicht safe, also müssen wir auf High Jump Kick gehen. Da geht es sogar in Lanrus T, okay. Wie viel Schaden machen wir mit High Jump Kick? Guten Schaden. So. Die Frage ist, reicht ein Ice Punch aus, um dieses Pokémon zu besiegen? 76-90%, jawohl. Ice Punch reicht aus. Er wechselt sogar in sein Greninja raus. Okay. Es bekommt okayen Schaden. Okay. Wir gehen dieses Mal auf Zen Headbutt, predicten, dass er in Zen Lanrus T geht. Perfekt. Und Zen Headbutt macht guten Schaden. Und wir gehen jetzt wieder auf Ice Punch und können somit das Lanrus T besiegen. Wir haben jetzt ca. 50% dank der Beulen im Schaden bekommen, aber dafür haben wir sein nächstes defensives Pokémon ausgeschaltet. Kaporiki kommt jetzt rein. Okay, wir gehen in unsere Mariana. Es ist ja unsere speziell defensive Wall. Donnerblitz macht guten Schaden. Habe ich mir schon fast gedacht. Wir gehen jetzt auf Voltwechsel. Donnerblitz tankt mir, okay. Natürlich sind wir jetzt paralysiert. Jetzt gehen wir. Ich will. Leute, Entschuldigung, dass ich wieder im letzten Part so viel Kalt gehabe. Ich will Spiele gewinnen und natürlich laddern. Und ich denke, es ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt wirklich viel Kalt gehe. So. Ice Beam würde nicht reichen. Wir könnten in unser eigenes Kaporiki gehen. Oder auch nicht. Wie viel macht es gegen Glefable? Das interessiert mich auch. Glefable, Unaware, Donnerblitz würde uns two-shotten. Selectfall ist auch noch lange draußen. Also gehen wir jetzt in Greninja und drücken Gangshot und hoffen, dass Gangshot trifft. Müssen wir das wirklich tun oder gehen wir jetzt schon in Kaporiki? Wenn wir jetzt Quaju zu verlieren, ist das schlimm? Das ist die Frage. Oder reicht von Medichamp auch zwei Fakeouts aus, dann könnten wir das auch tun. Medichamp, All Out Attacker, Fakeouts würde es sogar vielleicht two-shotten. Das ist ja auch wiederum sehr gut, könnte es.
Da müssten wir Magianer sacken. Okay. Greninja. Was wäre, wenn wir Greninja verlieren? Er hat Kyurem, Black mit Ice, im Sion und Choice für eine Victini. Also. Mich interessiert, ob wir mit Clefable. Ein Gangshot von Greninja tanken. Ja, würden wir sogar tanken. Gut zu wissen. Dann gehen wir. Würde ich ein. Also. Fake Out. Und wie viel macht die Mondgewalt gegen. Wir müssen uns jetzt beeilen. Mal nachdenken. Fake, zweimal Fake Out oder nicht? Das ist die Frage hier. Für. Kaio. Wir gehen in Medichamp. Ich habe den Timer fast auslaufen lassen. Wir gehen jetzt in Fake Out und hoffen, dass zwei Fake Outs reichen. So, wir opfern jetzt Magiana. Und wie viel macht jetzt Greninja nochmal? Greninja. Scheiß Garf. Hier haben wir einen Tapu Koko. Tapu Koko. Choice Packs. Ice Beam würde ausreichen. Dann müssten wir ein Pokémon sacken. Er wird wahrscheinlich dann mit Tini reinholen. Müsste ich ein Pokémon sacken. Wir können auf. Tapu Koko. Choice Packs. Wir machen. Okay. Wir gehen jetzt einfach, würde ich sagen, in Kaporiki und drücken Donnerblitz. Das wird auch ausreichen, um das gegnerische Kaporiki zu besiegen. Und ich denke, das sollten wir auch hier tun. Somit können wir unseren anderen Pokémon auch behalten. Und wir gewinnen das B-Teil und sind somit schneller. Nice. Das ist wiederum sehr gut. Und das ist wieder ein spannender Kampf, der natürlich länger dauert, weil ich überlegen muss. Okay. Die Frage ist, gehen wir auf die Kehrtwende? Also wir gehen auf die Kehrtwende, das ist klar. In welches Pokémon gehen wir? Mal überlegen. Also. Wir gehen in Pix. Ja, wir gehen jetzt einfach mal in Pix. Und er geht auf ICMC, oder? Ja. Wie viel macht ICMC? Es one-shottet uns fast. Jetzt gehen wir auf Mondgewalt. Und dann verlieren wir unser Clefable. Was nicht so gut ist, aber naja. Und dann gehen wir in Kawaii. Fusion Bolt, okay, killt uns. Und jetzt gehen wir in unser Greninja, drücken Rock Slide. Ich denke, so werden wir das machen. Wir können somit das Kyurem Black besiegen. Oder, bitte reich aus. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt geht er in sein eigenes Greninja. Mal die Frage, reicht U-Turn aus? Greninja. Choice Scarf, jetzt das gleiche Set wie ich. Greninja, Choice Scarf. So. Zu 31% würde er uns somit killen. Wir gehen jetzt in Kaporiki und predicten. Oder nein. Wir sind ja vom Typ Gestein also Rock. Und somit würde uns. Wir haben nur den Typ Gestein und somit würde uns mit keiner Attacke killen. Das ist richtig gut. Also bleiben wir hier drinnen, safe drinnen, drücken Rock Slide, gewinnen sogar dieses Speedtie auch. Nice. So, jetzt hat er nur noch Victini und der Gegner gibt auf. Das war ein spannender Kampf, finde ich. Das war wirklich ein guter Kampf. Auch wenn wir wirklich viel gekalkt haben, ich wollte diesen Kampf auch gewinnen. Hoffentlich versteht ihr das. So, dagegen hat Yanzi, Tapu Lele, Magnezone, Katagami, Lanrus, die und wahrscheinlich ein Garados. Wir werden, würde ich mal sagen, mit wir könnten mit Lanrus T leaden und dann. Wisst ihr was? Wir fangen mit Meditalis an. Okay, das war nicht so gut. Er fängt mit Tapu Lele an. So, dann gehen wir halt in unser Magiana. Wir resisten eher ja ein paar Attacken.
Psyshock macht guten Schaden. Wir gehen jetzt mit Ball Switch raus, Predict, dass Magnezone reinkommt. Ja, es kommt ja auch rein. Und wir gehen jetzt in Mega Meditalis. Wir megen uns in Meditalis und dann megen wir uns zu Mega Meditalis und drücken halt Jump Kick. Und wenn wir treffen, können wir das Magnezone besiegen. Perfekt. Jetzt steht es schon 6:5 für uns und er kann uns nicht mehr trappen. So. Wir gehen jetzt in unser Landrus T, denn ja, was wird er tun? Er legt die Tarnsterne raus. Wir könnten auch die Tarnsterne rauslegen. Wollen wir das auch? Das ist die Frage. Ja, somit treffen wir sein Gyarados gut. Okay. Dann jetzt drücken wir die Kehrtwende und der Gegner setupt sich auch noch. Okay. Mal überlegen, was tun wir jetzt? Wir könnten mit Greninja auf das Gyarados gehen. Uns würden guten Schaden machen mit Rockslide. Das könnten wir tun. Wie spielt man dieses? Spielt man das mit Erdbeben? Das? Also, dieses Pokémon wird er wahrscheinlich nicht mit Erdbeben spielen, kann ich mir vorstellen. Oder Tapu. Denn er spielt ja, also er spielt hier, wie man hier sieht, Diancie und Diancie und nicht Mega spielt man ja nicht im Ojo, nur Gyarados. Also, predict mir mal, dass er Gyarados, dass er nicht Erdbeben im Set hat und hoffentlich stimmt es auch so. Würde Erdbeben eigentlich ausreichen? Ja, er ist auf plus 1. Reicht Kaskade aus? Nein. Brauchen wir Capriki? Nein. Dann riskieren wir es und gehen jetzt auf Donnerblitz. Wir riskieren jetzt somit etwas. Waterfall reicht nicht aus. Es flincht uns auch nicht und somit tanken wir eine Zacke. Mal überlegen, die Tarnsterne mal draußen, das habe ich vergessen. So wie viele Prozent hätte uns killen können? Zu 31%. Zum Glück haben wir die Roll gewonnen. So, wir werden jetzt unser Pokémon sacken, denn die Tarnsterne bleiben safe auf unserer Seite. Wir wissen, dass wir Choice Scarf ist, denn sonst würde er uns nicht outspeeden. Gut. So, er hat hier ein Katana. Katana, Choice Scarf auf plus 1. So. Und wir haben hier ein Landrus T. Ein physisch defensives. Oder wartet, wir haben hier ein Clefable. Würde Clefable ein Leaf Blade tanken? Ja, es ist auf plus 1. Dann werden wir jetzt in Clefable gehen. Wir bekommen keinen Tarnsternschaden durch Magic Garden. Wir können jetzt auf Flammenwurf gehen und das Katana besiegen. Nice, wir haben jetzt schon seinen Choice Scarf rausgenommen. Wir haben aber immer noch unseren Choice Scarf. Also ist das sehr gut. Das Tapuledi ist wahrscheinlich gechoiced, also bleiben wir drinnen und opfern hier Pixie. Aber vorher gehen wir noch auf die Mondgewalt. Er geht auf Psychoschock. Magiane wird einen Psychoschock tanken. Könnten dann auf Flurkenen gehen. Wird das die richtige Wahl hier sein? Ich denke schon. Dann gehen wir auf Flurkenen und hauen einfach einen starken Flurkenen raus. Die macht jeden Pokémon gut Schaden. Wenn wir treffen natürlich. Wir treffen uns. Die Kehrtwende von Greninja wird auch ausreichen, um das Tapulele zu besiegen. Oder geht jetzt in Landrus T. Was mich überrascht. Aber nun gut. Wir gehen jetzt in unser Landrus T. Ich habe Angst, dass es sich boostet, also gehen wir in unser eigenes Landrus T. Und er boostet sich nicht, er benutzt Knockoff. Gut zu wissen. Wir gehen jetzt auf HP Ice. Ich denke, das ist richtig wahr. Explosion. Oh, mit dem habe ich nicht gerechnet. Also war es ein Choice Scarf Landrus T. Wahrscheinlich. So, Tapu Lele. Wir werden jetzt unser Landrus T. Second brauchen. Wir brauchen es nicht mehr. So, wir gehen jetzt in Greninja. Oder. Ja. Oder nicht, die Frage. Ja, müssen wir. Wir sind schneller. Gehen somit auf Eisstrahl, um das Pokémon zu besiegen. Und es reicht aus. Jetzt hat er nur noch Diancie. Wahrscheinlich Mega Diancie. Diancie. Auf jeden Fall werden wir jetzt in Magiana gehen. Second ist Magiana Rock Polish.
mit dem habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Nein. Wir gehen jetzt in unser Mega-Meditales, drücken High-Jump-Kick. Hoffentlich ist er kein Mega, das wäre nicht so gut. Mump lässt. LOL. Verlieren wir dieses Match wegen einem normalen Jansi? Das interessiert mich jetzt schon. Also vielleicht gewinnen wir das bitte, wenn er nicht Mega ist. Oder, ja, gut zu wissen. So, wir haben hier ein Greninja. Choice Scarf. Und hier hat der Gegner ein Jansi. Jansi. Sagen Setup Sweeper. Ja. Wir gehen auf Dunkshot. Ja, somit können wir ihn two-shotten. Dann gehen wir auf Gangshot, er megert sich und somit haben wir dieses Match 1:0 leider verloren. Aber das war, denke ich, ein guter Kampf. Dann werden wir in diesem Part noch einen Kampf ausführen, also Best of 3. Einen Kampf haben wir gewonnen, einen Kampf haben wir verloren. Und der Gegner hat Meistergriff, Bisafloor, Sunroost T, Landroost T, Magiana und Tapu Fini. Mega Bisafloor wahrscheinlich. So. Wir werden mit Greninja leaden. Ich denke, das wird die richtige Wahl hier sein. Und wir starten schon mal den Timer. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass, wenn wir mit Bayouza anfangen, das der beste Lead sein wird. Sunroost T. Ich werde jetzt Sunroost T, ich werde jetzt schon kalten, ob wir ihn mit einem Rock Slap besiegen können. Wir können ihn zu 31% von Hikkeo und probieren wir es einfach mal in der ersten Runde. Und können wir ihn besiegen? Nein. Und Wall Switch killt uns auch nicht. Okay. Gut zu wissen. Wir haben sogar Min-Damage gemacht oder Mittel-Damage. Also in Ordnung. In Ordnung, okay. Konkeldur. Hier wechseln wir natürlich in unser physisch defensives Landroost T. Und der Gegner geht auf Knockoff, haut uns den Beulenhelm weg. Okay. Wir holen die Tarnschen raus, denn dann kann er seinen Sunroost nicht mehr einfach so reinholen. Er geht in Tapu Fini, habe ich mir schon fast gedacht. Wir gehen jetzt einfach in Kaporiki. Und er geht auf Scald. Okay. So, das Schöne ist, wir können jetzt auf HP Ice gehen, predicten, dass Landroost T das auch reinkommt. So, und wir one-shotten es auch. Somit wissen wir auch, dass es ein offensives Landroost T war, was für uns gut ist. So, welches Pokémon holt er jetzt rein? Ja. Ich muss gerade sagen, in den drei Kämpfen kann Pixie eigentlich gerade nicht scheinen. Was ist der Grund dafür? Wahrscheinlich ist Pixie momentan Oyometer jetzt nicht geeignet zum Setup-Sweepen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das der Grund sein wird, warum Pixie nicht so viel tun kann. Wir könnten jetzt in unser... Wir gehen jetzt in unser Pixie und er... Sludge Bomb. Ja, macht ja... Ist ja auch schon fast ein Two-Shot. Muss man ja auch sagen. So. Opfern wir Pixie hier? Das ist die Frage. Der Fragen. Probieren wir Softboiled. Leech sie perfekt, denn das macht es gar nicht so. Wir können jetzt... So, ich will probieren jetzt mit Clefable etwas zu machen. Clefable, Magic Guard und hier haben wir ein Venusaur, ein Mega Venusaur. Sagen wir mal, Defensive Sludge Bomb macht. Ist genau das Set. Was tanken wir auf plus 1? Das ist mir die, das ist die Frage gerade. Okay, wird uns immer noch besiegen. So. Da gehen wir Magiana. Ich denke, Magiana wird die richtige Wahl sein. So. Und dann gehen wir auf Volt Switch. Wir bekommen HP 5 oder Erdbeam ab. Ist mir schon klar, aber ja. Das tanken wir gut und dann können wir safe in unser Meditalis reinmixen und dann auf 10 Headbutt klicken und dann muss er eigentlich auch wieder ein Pokémon abwerfen. Er geht in Tapu Fini sogar und wir müssten eigentlich Tapu Fini two-shotten, oder? Ja, dank den Überresten vielleicht nicht, aber wir probieren es vielleicht.
und wir bekommen nicht die gute Roll. Er geht auf Divok. Schade. Aber wir gehen jetzt doch mal auf den Headband und können somit Tapu Fini besiegen. Jetzt steht es 6:4. So, wenn er so Lanos die reinholt, denke ich, dass es Gechoice Gast ist. Wir gehen in unser Clefable. Clefable wird diesen Kampf, wie gesagt, nicht so viel tun. Also können wir in das Pokémon reinwechseln. Wir können auf Mondgewalt klicken. Vielleicht hilft das auch was. Okay, auf jeden Fall wissen wir, wenn er Donnerblitz und Bolt Switch drückt, dass er nicht Gechoice Gast ist. Das ist das Wichtigste. Das ist wirklich sehr gut zu wissen. Wir gehen jetzt auf den Headbutt mit Medicham und können das Conkeldurr besiegen, wenn wir natürlich treffen. Das ist die Voraussetzung. Und hoffentlich treffen wir auch. So, und treffen wir? Das ist die Frage. Okay, Pixie war schon wieder das erste Pokémon, was wir opfern. Also, Pixie, glaube ich, wie gesagt, ist momentan Audiometer nicht so gut geeignet. Setup Sweeper wahrscheinlich nur in Stall Teams mit. Als Unaware Ward. So. Wir gehen in Magian, oder? Oh, die Frage ist: Brauchen wir Greninja noch? Eigentlich nicht. Denn wir wissen, dass Kaporigi schnell ist. Ja, dann opfern wir es Greninja. Wir brauchen es nicht mehr. Sie braucht kein schnelles Pokémon mehr. Wir gehen jetzt in unser Medichamp, drücken Fake Out. Und der Gegner muss jetzt ein Pokémon wahrscheinlich opfern. Oder kann er uns eigentlich one-shotten? Wenn er uns nicht one-shotten kann, gehe ich auf High Jump Kick. Und er hat hier ein. Welches Sunrose T kann er uns one-shotten? Eigentlich nicht. Er trägt vielleicht Electrium C. Ja, das kann ich mir vorstellen, als gegen der Fake Out. Okay, das war die richtige Wahl. Sehr gut. Und er würde uns mit einem Donnerblitz dann schon killen. Gut zu wissen. Also mit dem C-Donnerblitz, mit dem normalen Donnerblitz nicht. So, er hat es nur noch Venusaur und Magian. Wir werden, wenn ein Magianer geht, Medichamp rausholen, es rauswechseln, denn wir brauchen es noch gegen das Venusaur. Sonst können wir das Venusaur nicht mehr killen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut für unser Team. So. Hoffentlich ist das kein Setup-Magianer, kein offensives Magianer. Das wäre jetzt nicht so gut. Wir gehen in unser Manrus T und drücken jetzt den. Und ist es ein offensives oder defensives? Shiften. Wir gehen auf Erdbeben. Donner Eisbeam tanken wir natürlich nicht. So. Kaporigi. Wird nichts tanken, dann gehen wir Magiana und dann müssen wir auf Iron Head gehen. Sehe ich das richtig? Ja. Komisch. Hoffentlich gewinnt unser Assault Vest Magiana gegen dieses Magiana. Obwohl es schon auf plus 1 ist. Zum Notfall hätten wir ja auch Fake Out von Militalis. Das darf man nicht berücksichtigen. Das muss man berücksichtigen. So, er boostet sich nochmal mit Speed. Verstehe ich nicht, denn. Ja. Er würde mit plus 2 schon unser Kaporigi outspeeden. Also verstehe ich das jetzt gerade nicht. Aber nun gut. Oh, ihr habt auch Iron Head. Interessant. Wirklich sehr interessant. Wir gehen auf Iron Head nochmal. Wow. Natürlich crittet uns er. Natürlich. Wow, wenn wir durch diesen Crit jetzt den. Wow, Double Crit. 1:24. Wow. Wie viel machen wir mit Fake Out mit Two Shot? Nein. Dann gehen wir auf High Jump Kick. Ice Beam tanken wir sogar. Treffen mit High Jump Kick. Jawohl. Boah. 10 Headbutt. Wir treffen und dieses Spiel. Das Spiel war auf jeden Fall auch wieder ein spannender Kampf. Das muss man schon sagen. Diesen Kampf haben wir auch gewonnen. 2 Kämpfe gewonnen. 2 Kämpfe verloren. Auf jeden Fall, Leute, wir sind jetzt bei 1650 Letter. Wirklich sehr gut. Das war's für heute. Bis dann. Ciao.